Ich finde es ein bisschen unheimlich, weil der jetzt schon einige Male besser malen kann, als ich das jemals könnte. Wenn wir das Ganze weiter treiben, ich weiß nicht, wie stark sich Menschen mit Maschinen irgendwann verbinden in ferner Zukunft. Vielleicht sind da ganz andere Sachen möglich, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ich möchte lieber optimistisch bleiben und hoffe, dass wir mit Maschinen zusammenarbeiten können und nicht von ihnen unterdrückt werden. Man muss immer vorsichtig sein. Viel zu oft haben die Informatiker gesagt, das wird nie gehen, und nachher ging es doch. Maschinen machen Kunst. Hat der Künstler jetzt ausgedient? Einer, der fleißig an dieser Utopie arbeitet, ist der Japaner Takahiro Yamaguchi. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sokano entwickelt er vollautomatische Graffiti-Maschinen. Senseless Drawing Bots nennt Yamaguchi seine Roboter. Mit denen stellt der New Media Artist die Gesetze der zeitgenössischen Kunst mal eben auf den Kopf. Graffiti ist ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, wie überall in der Kunstwelt. Mit seinem Werk drückt sich der Künstler aus. Ich habe die Graffiti-Maschine entwickelt, um herauszufinden, was passiert, wenn man die Gestalt des Künstlers, der sich da ausdrückt, einfach entfernt. Kunst ohne Künstler. In Yamaguchis Heimat ein Skandal. Und Publikumsmagnet. Weltweit präsentiert der Japaner gemeinsam mit Kollege Sokano in Galerien und Museen seine Drawing-Bots. Welche Farbe wann wohin gesprüht werden soll, bestimmt ein Computer im Inneren der Maschine. Auch wenn das Ergebnis eher an das Ende einer Paintball-Schlacht erinnert. Wenn ich Technologie einsetze, denke ich nicht darüber nach, ob die Maschine am Ende total kontrolliert agiert, wie gewöhnlich bei Robotern, oder eher chaotisch, was für impulsive Künstler typisch wäre. Ich nutze Technologie einfach als Material, um mich auszudrücken. So wie ein Maler Leinwand und Ölfarben benutzt. Technologie als kreatives Material. Das ist auch für den US-Medienkünstler Harvey Moon kein Widerspruch. Bevor er sich an ein neues Kunstwerk heranwagt, werden fleißig Algorithmen programmiert. Die mathematischen Formeln steuern die Bewegungen einzelner Schrittmotoren, an denen ein Stift befestigt ist. Ein Mensch hätte das auch nicht filigraner aufs Papier bringen können. Moon hat seine Malmaschinen erfunden, weil er selbst ein miserabler Zeichner ist. Der Roboter macht es einfach besser, meint Moon. Das motorisierte Wunderwerk ist dabei weit mehr als ein stumpf kopierender Erfüllungsgehilfe. Zwischen Formeln und Schaltkreisen verbirgt sich ein kreatives Eigenleben. Die Zeichnungen sind ja immer anders. Das bestimmt die Software so. Für die unterschiedlichen Bilder, die ich auswähle, liefert mir die Maschine eine Interpretation. Sie macht nicht bloß eine exakte Kopie davon. Das ist es, was meine Maschinen ausmacht. Sie sind mehr als gewöhnliche Drucker. Sie liefern reale, künstlerische Interpretationen. Bei seiner Installation Bugs Draw for Me spinnt Harvey Moon diesen Gedanken konsequent weiter. Die Bewegungen einer Grille werden gefilmt und von der Drawing-Maschine in eine Zeichnung umgewandelt. Das halb kreative Krickelkrakel löste in der Kunstwelt heftige Diskussionen darüber aus, wer eigentlich Schöpfer dieses Werkes sei. Ist es am Ende etwa die Grille? Für mich ist es ganz klar, dass ich der Künstler hinter dem ganzen Prozess bin. Wir Menschen haben vielfältige Ausdrucksformen, die eine Maschine nie haben wird. In meiner Arbeit geht es darum, sich die Vorteile von Maschinen zu eigen zu machen.
und nicht darum, Angst vor ihnen zu haben. Dass Menschen Maschinen wirklich überlegen sind, wird an der Universität Konstanz gerade schwer in Frage gestellt. Professor Oliver Deussen hat mit seinen Informatikstudenten einen intelligenten Malcomputer entwickelt. E-David nennen sie ihre Wunderwaffe. Die macht dabei alten Meistern mächtig Konkurrenz. E-David malt impressionistisch mit echten Pinseln und Acrylfarbe. Für Trax porträtiert der Roboter einen alten Bekannten. Ich glaube, wir sind so ein bisschen wie das Atelier von Rubens. Rubens war ja auch bekannt dafür, dass er Aufträge entgegengenommen hat und dann eben skizziert hat. Und dann hat er ganz viele Leute gehabt, die einen konnten Wolken malen, die anderen Gesichter. Und wir sehen uns so ein bisschen als diejenigen, die vielleicht diese Detailarbeit machen können. Die Resultate sind auch hier weit mehr als billige Kopien. Zwar braucht E-David eine Vorlage, aber beim Malen agiert er ähnlich wie ein Mensch, der ein Stillleben oder eine Landschaft malt. Eine Kamera macht alle 600 Pinselstriche ein Bild, das mit dem Original verglichen wird. Erst dann überlegt der Roboter sich, wie es weitergeht. Ich denke, wahre Künstler sehen eher das Potenzial darin und denken sich, das macht ganz neue Türen auf. Weil das hat man ja auch gesehen mit der Fotografie, was damals passiert ist. Das war ja, Realismus war ganz groß im Malen. Dann kam auf einmal der Foto und alle dachten, oh je, was machen wir jetzt? Dadurch sind die ganzen anderen Stile entstanden, die es heute gibt. Und ohne die Kamera gäbe es das Ganze gar nicht. Also kann man das auch irgendwo sehen als Anschub in neue Richtungen. Es kommen schwere Zeiten auf die Künstler von morgen zu. Wer da mithalten will, sollte sich lieber noch ein paar Matheformeln drauf schaffen. Voilà, David Genial.